Na, die guten Karten von Benjamin Kang sind Geschichte. Marcel Seidel limmt rein mit dem Dreierpaar. Seidel gewann vor einigen Wochen ein sehr populäres Online-Turnier bei PokerStars, die Sunday Million. Gegen mehrere tausend Spieler. Das ist natürlich eine hochinteressante Angelegenheit. Aber hier ist er bisher doch recht passiv. Jan Heidmann mit 8 und 6. Marcel checkt aus dem Big Blind, keine weitere Erhöhung. Somit also drei Spieler, die beiden Damen und die 5. Marcel checkt, obwohl er zum Flush zieht. Er wartet aber erst einmal ab, was derjenige macht, der Position hat. Seidel hofft, dass er den Pot hier schon klar machen kann, indem er davon ausgeht, keiner hat die dritte Dame. Heidmann in einer schlechten Position gerade. Er weiß nicht genau, wie Lüsken nach ihm reagieren wird. Ich denke mal, dass er da rausgeht. Aber er hat nicht mehr viele Chips. Deswegen muss er sich mal eine Situation verschaffen, um aufzudoppeln. Aber das ist sicherlich nicht hier der richtige Moment. Er geht auch raus. Marcel bleibt dabei und hofft auf Herz, bekommt aber den Kreuzkönig. Jetzt spielt er sicherlich auch ein bisschen seinen Gegner. Er weiß, dass Marcel sehr defensiv war bisher. Er spielt an. Marcel called, die beiden Marcels also im Duell. Und das Full House jetzt für Marcel Seidel. Vielleicht glaubt Lüske, dass seine Hand gut ist, dass mit Bube als Kicker hier noch was zu holen ist. Ich glaube nicht, dass er bei seinem Gegner die vierte Dame vermutet. Und Seidel hat natürlich auch ein bisschen Druck, denn er hat zwar ein paar Dreier, aber schon alles ab Paar 4 aufwärts beim Gegner würde ja das höhere Full House bedeuten. Oder zum Beispiel eine 5 oder ein König beim Gegner. Er geht raus, traut sich nicht, das Full House zu Ende zu spielen. Marcel zeigt seinen Bluff und den süffisanten Kommentar, let's play poker. Da hat Marcel Seidel in diesem Fall der Mut gefehlt, den der andere Marcel gehabt hat. Aber schon ganz interessant zu sehen, wie die Spieler am Tisch hier ticken. Wir haben also den doch etwas verhaltenen Marcel Seidel, das Glückskind vom Anfang, Benjamin Kang, der jetzt allmählich wieder die Karten findet, die er zu Beginn hatte. Und wir haben den Vielspieler Marcel Lüske. Die Blinds bei 200 und 400 und Benjamin entscheidet sich rein zu limpen, also mit 400 zu callen von der ersten Position. Und das ist die Situation unter Umständen, die Jan Heidmann gesucht hat und eventuell jetzt auch wahrnehmen wird, nämlich All-In zu gehen. Die Chance zu verdoppeln, aber er callt erst einmal nur mit dem Paar Neuner. Da sind einige Spieler mit dabei. Ass-Dame noch hinten raus. insgesamt 2000 die Erhöhung von Michael. Damit wird er schwächere Hände wie die von Andrea hier ganz klar aus der Runde verdrängen und vielleicht auch schon Dame und Bube von Benjamin Kang. Das ist nicht ganz ungefährlich, denn vielleicht muss Benjamin ja auch davon ausgehen, dass nach ihm noch Spieler sitzen, die vielleicht diese Situation nutzen, um All-In zu gehen. Also er wird sicherlich sehen, dass bei Jan Heidmann nicht mehr viele Chips liegen. Aber er bleibt mit dabei. Das ist die Chance für Jan, wenn er jetzt glaubt, dass sein Gegner kein hohes Paar spielt, wie paar Könige, paar Damen, wie auch immer, ja, er zuckt selber.
bleibt aber mit dabei, obwohl das fast so aussah, als würde er sich nicht so richtig wohlfühlen in dieser Situation. Eigentlich ein schöner Flop für das Neunerpaar, keine Overcards. Und Michael geht all in. Er zieht zum Flush jedes Peak für ihn, das heißt, er kann mit einigen Outs hier kalkulieren. 9 Outs für den Flush, dazu nochmal 6 Outs dazu für Ass oder Dame, wenn er jetzt davon ausgeht, dass vielleicht Jan sowas spielt wie ein paar Neuner. Willst du mich rausschießen aus dem Pott? Fragt Jan. Das kann er eigentlich nicht passen, Jan Heidmann. Das ist ein idealer Flop für ihn. Keine Overcards. Schwierig, schwierig. Aber das sind diese grenzwertigen Entscheidungen, die man ab und zu einfach treffen muss. Das Risiko, was man gehen muss. Call. Für Michael Kainer geht es jetzt schon um alles. Er ist all in. Jan hat noch ein paar Chips mehr. Er würde also hier am Tisch verbleiben mit einem sehr schmalen Rest. Und Michael muss jetzt hoffen auf Pik zum Flush oder eine Dame oder ein Ass zum höheren Paar. Das heißt, er hat wirklich 15 Outs. Das ist eine ganze Menge. Wir können eins abziehen, ein Pik. Das liegt bei Jan Heidmann. Dann sind wir bei 14. Aber trotzdem noch einiges an Chancen. Der König hilft ihm nicht. 30% noch die Chance für Michael Kainer. Er braucht einen Pik oder ein Ass oder eine Dame. 30% Wahrscheinlichkeit. Sonst ist er raus und er bekommt das Pik auf dem River. Damit bleibt er hier mit dabei. Für Jan Heidmann nur noch ein schmaler Rest. Mehr Poker von den German Stars of Poker aus dem Casino Hohensieburg gibt es gleich. Die Einsätze werden höher und wir werden immer häufiger auch diese All-In-Situationen erleben wie gerade. Nächster Kandidat ist sicherlich Jan Heidmann. Der hat nicht mehr viele Chips, der braucht dringend einen Aufdoppler. Ja, und Katja schaut auch rüber zu Jan. Aber auch sie hätte natürlich gerne eine Situation, wo sie ihren Einsatz verdoppeln kann. Sie ist all in, sie hat nicht mehr viele Chips, Ass und 9 und die Antwort wird nicht lange auf sich warten lassen. Ein Marcel Lüske mit Ass, Bube, callt die ganze Geschichte. Er hat genügend Chips, um das zu überleben für den Fall, dass er es nicht gewinnt. Jetzt wird es schon interessant, einfach mal mit reinzuschauen, wenn man in den Blind sitzt, schon einen kleinen Einsatz getätigt hat, aber 10 und 3, das reicht nicht für Benjamin Kang. Im Showdown keine guten Chancen für Katja. Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, wir haben das gut. Was? Neun alle sind irgendwie gut. Die entscheidende, die wichtige Situation sicherlich für sie, dass sie mit Ass-König vorhin diesen Riesenpott verloren hat, obwohl sie Top-Paar hatte und Top-Kicker. Und dann ist man irgendwann darauf angewiesen, eine solche Situation zu gewinnen und es hätte schlimmer kommen können. Ja, jedes Herz zum Flush, das hätte sie jetzt gerne. Dann kann Marcel Lüske mit seinem Bubenpärchen nichts mehr anrichten. Sie braucht schlicht und ergreifend ein Herz oder natürlich Runner-Runner mit der 9. Das ist schon mal der Flush. Lüske hat keine Chance mit der River Card, da kann kommen, was will. Insofern kann Katja hier verdoppeln. Echt, aber ich habe so wenn es mal was Schönes gibt im Poker, wenn ich das Chips. Ungefähr 5000 hat sie jetzt. Das war natürlich etwas glücklich. Sie hatte die schlechtere Hand. Trotzdem bleibt sie mit dabei. Wenn auch mit wenig Chips, aber sie kann ja unter Umständen nochmal verdoppeln, wenn sie eine ähnliche Situation überlebt. Das Paar 3 für Lüske. Reingelimmt von ihm, also nur den Big Blind bezahlt.